Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Abenteuer von Gothic 3. Ja, wir stehen vor dem lieben Dörfchen Kabdun, was hier von Orks befallen ist. Aber diese Plage werde ich natürlich nachher beseitigen. Na, schauen wir mal. Oh Bock. Was kannst du Tja, denn? was willst du, Mora? Was du willst? Was ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Brauchst du irgendwas? Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Stadt. Kapdun ist ein verfluchtes Drecksnest. Ich wäre lieber bei meinen Brüdern vor Vengard, der Hauptstadt eures Marionettenkönigs, als hier Wache zu stehen. Ach so. Okay. Brauchst du irgendwas? Allerdings, Ruhe in dieser Stadt. Mach uns also keinen Ärger. Geh nicht an Sachen, die dir nicht gehören, und prügel dich nur mit unserer Erlaubnis. Ich hoffe, du verstehst mich, Mora. Klar. Ja, also alles verprügeln und alles klauen und ja, habe ich verstanden. Bin ich dafür? So, jetzt gucken wir mal. Da hängt jemand. Ja, sowas passiert mit Leuten, die nicht hören. Aber mit mir wird das nicht passieren. Nein, nein. Eher verwandle ich die Leute in ein Schwein. Also ich weiß nicht wieso, aber die Schweine schlafen ja alle. Nein, das steht auf. Oh mein Gott. Hallo, Schwein. Okay, jetzt gehen wir mal erstmal weiter hier. Was ist hier? Wasserfass. Okay. Also ich schau mal immer hier um. Weil überall kann es sein, dass irgendwelche Wolfsfälle liegen, die ich natürlich haben will. Da. Wolfsfälle, seht ihr? Ist überall versteckt hier. Die nehmen wir direkt mit. Hier unten geht's lang. Da können wir später auch mal lang gehen, wenn ihr wollt. Gibt's auch bestimmt wieder ein paar coole Schätze hier. Was haben wir denn hier? Die pennen alle. Ich weiß nicht wieso, aber ich lege jetzt einfach mal hier hin und schlafen mal bis morgens, damit die auch alle wieder an ihrem Platz stehen. Dankeschön. Gut geschlafen. Da ist eine Kiste, aber hier ist auch keiner. Was ist nur los? Sind die alle faul oder was? Wir gehen jetzt erstmal spazieren. Ein Schwein. Und ein Wolfsfell. Yes. 10 Stück brauchen wir, können wir den abgeben, nehmen wir wieder einen Bogen ab. Und dann kann ich Warum weckst du hinterher. mich? Ja, warum denn einfach so? Sklaven, Sklaven, Sklaven. Hier muss irgendeiner Namen haben. Da ist er. Der sieht doch schon so aus wie ein Rebelle. Und es ist auch einer. Unser Was kleiner ist los? Widerstand. Noch nie jemanden Schweinescheiße schippen sehen oder was? Nö. Und lass das dämliche Grinsen klar. Ist so geil. Warum machst du nicht was anderes als Scheiße shippen? Fangen wir Warum mal. machst du nicht etwas anderes als Scheiße schippen? Warum wohl? Die Orks haben mich dazu verdonnert. Ich hab dir gesagt, du sollst das dämliche Grinsen lassen. Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder? Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder? Wer ist schon das, was er vor dem Krieg war? Frag doch mal alle Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Ich gehörte zur Miliz dieser Stadt vor dem Krieg. Enos weiß, was ich für die gute alte Zeit alles geben würde. Alles klar, du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Rebellen? Dieses Wort ist mir zuwider. Wir sind einfache Bürger, die sich nicht in ihrem eigenen Land unterwerfen lassen wollen. Ja, wir sind Rebellen, also. Xavier schickt mich. Javier schickt mich. Oder Javier. In Redoc warst du also auch schon. Gut Ruf zu in wissen, Redoc dass es so etwas 10, überhaupt noch nice. gibt. Danke für die Und Ruf bei Nachricht. den Rebellen +2. Ich glaube, Redoc sind doch 100% jetzt. Wie kann ich euch Wie kann ich euch unterstützen? unterstützen? Das Leben hier draußen ist nicht ungefährlich. Also, wen soll ich töten? Nein, du sollst uns Waffen besorgen. Nichts Besonderes. Einfach 3 Bündel Waffen. Okay, kriegen wir hin. Und wann steigt die Wann steigt die Revolution? Revolution? Alleine schaffen wir das nicht. Die Orks sind in der Überzahl. Ein ziemlich starker Paladin namens Wenzel wird oben im Leuchtturm gefangen gehalten. Mit seiner Unterstützung würde ich das Wagnis eingehen, die Orks hier in Kabdun anzugreifen. Ja, Metzeln, Metzeln. Okay, 10 Waffenbündel, das ist aber schon ein Haufen. Das ist echt ein Haufen. So, Wolfsfälle. Nehmen wir mit. Jetzt muss ich mal eben gucken. Wie viel wir denn haben, Wolfchen? 7. Also 3 Stück noch. Okay. So, oh. Was willst du? Du nimmst dir, was dir gefällt, genau wie ein Dieb, und das gefällt mir. Hast du Interesse an einem Job? Tja, immer her mit dem Job. Was ist das für ein Job? Im Lager von Urkras sind ein paar goldene Pokale. Damit wollen sie neue Sklaven bezahlen. Wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden, bringe ich dir bei, wie du Schlösser knacken kannst. Das ist es. Schlösser knacken ist wichtig. Mehr über Erzähl Diebe. mir mehr über Diebe. Wir sind überall und nirgendwo, immer auf der Suche nach einer Gelegenheit. Wir wissen meist, wo es richtig was zu holen gibt und verkaufen unser Wissen auch ganz gerne. Wie nett. Nicht wahr? Deshalb bin ich Dieb geworden.
Wie erkenne ich euch? Wie erkenne ich euch? Du wirst Männer meines Schlages erkennen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Warum soll ich für dich stehen, wenn du das Diebesgut gar nicht haben willst? Warum soll ich für dich stehlen, wenn du das Diebesgut gar nicht haben willst? Wir Diebe sind immer auf der Suche nach Leuten, die unser Handwerk besser beherrschen als wir selbst. Kann das sein, dass ich noch was von dir lernen kann? Ja, bestimmt. Kann ich nicht schleichen lernen von dem? Weil ich weiß gar nicht, ob ich schon schleichen kann. Muss ich mal gucken. Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf. Deckert. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Verstehe. Hast du Arbeit für mich? Klar. Du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. 3 Stück sollten reichen. Hier in Kapdun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Ah, danke. Das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Yes, ich brauche Ausrüstung. Ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an, was ich habe. Zeig her, was das. Ja, was hast du denn? Jo, eine Pfanne, damit können wir endlich die Chicken McNuggets machen, die ich immer haben will. Ring, Ring, Ring. Feuer, Eis, und was ist das? Oh, die ist, der ist gut, aber 700. Das, ach, sowas werde ich doch finden. Ja, die haben, das ist die beste Rüstung, und die ist einfach nur 30, 60, 60. Ist einfach nur zu schwach. Leider, leider. Die hätten da was einfallen lassen sollen, dass man als Orksöldner auch eine dicke, fette Waffe bekommt. Auf jeden Fall. Aber naja, vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Ah ja, der Cyrus, der rennt mit dir rum den ganzen Tag und will nur metzeln. Ich glaube, mit dem kann man später dieses Banditenlager ausräumen. An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Nein. Warum? Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Jo, da will ich auch hin. Was würdest du lieber machen als Nachtwache schieben? Was würdest du lieber machen als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Jammerst du immer so viel? Jammerst du immer so viel? Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Deckard rückt ja nichts raus, der geizige Hund. Ich hab hier eine Flasche Schnaps für dich. Ich hab hier eine Flasche Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt... Oh, da gibt's wieder Erfahrung und Ruf in Kapdun. Lass uns Banditenjagen gehen, das machen wir später mal. Jetzt machen wir erstmal hier alles fertig. Und dann gehen wir mit dem Banditen jagen, das wird lustig. Ja, da ist der Hässliche. Den müssen wir ausrauben. Hey du, komm her. Meine Waren sind immer noch nicht gekommen. Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst. Und wehe, du kreuzt vorher nochmal hier auf. Alles klar. Auf welche Waren wartest du? Auf welche Waren wartest du? 3 große Pakete, wo mein Name draufsteht. Große, stabile Holzkisten. Ihr dämlichen Söldner habt euch den Kram von lausigen Banditen an der Küste stehlen lassen. Meine Waren sind bestimmt immer noch dort. Geh und hol sie. Alles klar, Captain. Urkrass. Der ist so urkrass. Jetzt muss man eben schauen. Ich wollte mal was ausprobieren, das habe ich auch noch nicht ausprobiert, einen Schlafzauber auf den drauf zu klatschen. Vielleicht kann ich ja den dann ausrauben. Ich werde den von hinten mit dem Schlafzauber niederschmettern. Wurzel, nehmen wir mal mit. Und zwar speichere ich nochmal, weil, wie gesagt, ich will ja diese Kelche haben. Sonst müsste ich ja nachts da reinschleichen und so, aber mein Gott, dafür haben wir einen Schlafzauber. Was soll der Geiz? Also, Schlafzauber in die Flossen hier. Und Urkrass soll erstmal ordentlich schlafen hier. Damit der mal fit wird hier. Genau, schlaf ihm aus. Hä? Wieso steht der sofort wieder auf? Dann laden wir nochmal schnell. Hab ich ihn jetzt geweckt? Normalerweise müsste der doch ratzen. Kann ja gar nicht sein.
Einmal kurz laden. Einmal ganz kurz laden. Und schneide ich das in der Außenladebildschirm. Schau mal, so lange wird es ja nicht dauern. Also ich habe ihn schon mal hingelegt, aber er ist halt immer noch dann gleich wieder aufgestanden. Das ist sehr merkwürdig. Normalerweise sollte er dann ein paar Minuten liegen bleiben und schlafen. Oder haben die das extra eingestellt, dass man den nicht so K.O. machen kann? Mal schauen. Die Tasten, welche Taste nochmal schleichen war? Einstellung, Steuerung da. Toll. Tastaturbelegung. Ah ja. Dann angepasst, hä? Ja, wundervoll. Und wo soll ich, sehe ich jetzt, wo ich drücken muss hier? Pfeifen? Da haben wir schon hier hinkriegen. Ah ja, jetzt habe ich Schleichen gefunden, alles klar. Alles klar. Da ist auch ein geiler Waffenbündel und ein Teleportstein. Und noch einer. Und ein Wolf. Jo, jetzt schleichen wir wieder raus, hier ganz geschmeidig. Lololo. Und 1000 Erfahrung gab's. Nachher, wenn wir das Dorf plündern, dann kann man nochmal reingehen und schauen, ob wir noch irgendwas vielleicht vergessen haben oder so. Deswegen, ich werde jetzt eben denen das geben. Und dann habe ich das schon erfüllt hier. Schleichen ist eine ganz coole Sache. Das können wir noch später öfters machen. So, ich habe die Pokale. Ich habe die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Ja, ich brauche nämlich unbedingt. Tja, die goldenen Pokale kannst du ja bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Danke. Hier hast du was, das du in der Welt da draußen bestimmt gut gebrauchen kannst. Und wenn du geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Verstehe. Bring mir was über, genau, ich will. Bring mir was über das Diebes. Kisten öffnen lernen. So, jetzt muss ich gucken, wie kann ich mich rausgehen, das ist auch cool. Das sollte erstmal Taschendiebstahl, da bin ich mir bei, schwere Schlösser zu knacken. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, da muss ich erst erstmal rausreden. Na, auch toll. Was kann ich denn überhaupt hier? Nix. Diebes. Gut. 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 Weiter so. Weiter so. Weiter so. Jetzt. Dir fehlt es an der nötigen. Ja, ja. Kann ich was machen? Dir fehlt. Gut. Na gut, machen wir beim nächsten Mal. Ich denke, wir werden noch ein paar Level aufsteigen hier. Dann kann ich auf jeden Fall das mit den Schlösserknacken lernen, weil das brauchen wir so schnell wie möglich. Es gibt nämlich noch viele Gelegenheiten, hier auf jeden Fall Schlösser zu öffnen. Oh, meine Freunde, die Rebellen, ja, die hängen hier oben. Alter Schwede, ey, die Orks sind nicht zu spaßen. Aber ich werde mich dann bald rächen hier. Ah, hier gibt es noch Heiltränke. Heiltränke, sorry, Heilpflanzen meinen, die ich dann hinterher zu Heiltränken machen kann, oder ich glaube, irgendeiner sucht sogar noch welche. Ich weiß es nicht, ich werde sie nicht holen, weil die kann man immer gut gebrauchen. Das ist hier nichts. Ganz schön viele hier, ne? Gefällt mir. Ich könnte auch Gärtner werden, so oft wie hier im Garten rumrennen und Pflanzen mitnehmen. Eisenhalm, jo, will ich haben. Haben wir noch was? War hier oben? Yes, hier war doch noch was, ich erinnere mich. Nicht viel, aber der Art doch Grundstücke, ne? War das jetzt richtig? Und noch eine? Ne, war was anderes, oder? Ich hab jetzt gerade zu schnell gedrückt und nicht gesehen. Muss ich nachher nachgucken, aber ich habe eh schon Grundstücke ohne Ende. Aber schön, nehmen wir mit. So, haben wir hier noch was? Nein, dann wollen wir noch gleich kurz in die Arena. Und dann klatschen wir mal eben hier die Orks weg. Können ja eh nix. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir mit. Und ja, Pokal haben wir. Bin glücklich. So, da sind sie, Jungs. Hier bereit zum Metzeln. Genau bereit. Dann würde ich sagen, speichern wir schnell. Man weiß ja nie, ne? Obwohl ich meistens nur einen Schlag brauche, damit sie tot sind. Ja, oder bewusstlos, was auch immer, für die Arena halt. So, er müsste der Chef sein, ja. Bist du hier, um in der Arena zu kämpfen? Yes, I am. Das will ich. Ich kann in der Arena gewinnen. Ich will in der Arena. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Zu Anfang werde ich dir einen leichten Gegner schicken. Gib mir den schwersten. Du schaffst ihn zu besiegen. Sehen wir weiter. Yes. Was muss was ich, jetzt, muss ich tun? Jetzt tun? Geh in die Arena und kämpfe. Wenn du sie verlässt, hast du verloren.
Was kann ich in der Arena gewinnen? Der Champion der Arena bekommt ein Schwert. Verlierer bekommen gar nichts. Gib mir das Schwert. Gut. Waffe raus. Hallo. Ja, oh, der haut mich ja gleich um hier. Was ist denn da los hier? Sackkombination, links, rechts und bewusstlos. Ich verlasse überhaupt nichts. Mann. Verlass hier gar nichts. Und ich krieg auch ein Schwert, habe ich jetzt schon bekommen. Fadi weggeklatscht. So. Ein toter Fadi. Machen wir jetzt erstmal wieder Heilung an hier. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Aha. Die Leiste war weg. Das gefällt mir gar nicht. So. Mr. Fadi umgehauen. So. Du hast gewonnen. Aber dein Gegner war leicht. Also bilde dir nichts ein. Ja, ja. Wenn du willst, schicke ich dir einen guten Gegner. Schick mir einen guten Gegner. Gib mir einen Gegner. Du willst kämpfen. Du kannst kämpfen. Du wirst gegen meinen besten Kämpfer antreten. Geh in die Arena. Alles klar. Gehe ich doch gerne. Hallo. Zack, links, rechts, Kombination hier. Oh, zurück. Sonst ist gleich wieder die Arena-Kampf vorbei hier. Ach Mann. Daneben. Na komm. Zack. Und da liegt er. Gib mir deine Waffe. Damok. Habe ich weggeklatscht. So. Das war's. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Du hast gut gekämpft. Es gibt keinen mehr, der gegen dich antreten will. Du bist der Champion. Bekomme ich einen Preis? Ja. Dieses Schwert, trage es mit Stolz. Es ist eine gute Klinge. Breitschwert, was kann es? Was kann es? Da ist es. 60, auch nicht schlecht. Nicht schlecht, wird schon mehr Schaden machen. Aber Orktöter-Bonus, der ist schon ordentlich. Habe ich hier irgendwas zum Benutzen? Mana, ein paar Schilder, kann ich nichts mit anfangen. Egal. Dann quatschen wir mal ganz kurz mit dem, den ich umgehauen habe hier. Das hätte ich dir vorher sagen können. Du Mistkerl, bist verdammt gut. Respekt. Du wirst es bei den Gladiatoren weit bringen. Natürlich. Und da gibt es nämlich nochmal Erfahrung, wenn man mit denen redet. Und ihr wisst ja, so leveln wir schnell und dann kann ich Schlösser knacken lernen. Halt! Keinen Schritt weiter! Lass mich vorbei. Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. 20 Punkte für ihn noch. Kriege ich schnell zusammen. Gut gekämpft, Fremder. Und nochmal 250 Erfahrungen. So gefällt mir das. So, die Pflanze nehmen wir noch mit. Dann nehmen wir noch das Fell mit. Und die Pflanze dann. Können wir dann im nächsten Pack, können wir dann, da hinten können wir mal hochgehen später. Können wir dann die Felle abgeben. Dann das können wir noch, die Kisten müssen wir noch suchen für den Urkrass, weil der so krass ist. Und die Banditenlager müssen wir noch kaputt machen von Montego oder wie der heißt da. Machen wir auch noch platt, kein Problem für mich. Und dann haben wir Kapdun gut, dann befreien wir Wenzel, dann werden wir die Stadt hier befreien. Ich werde jetzt erstmal nur zwei Städte befreien, damit wir in jede Stadt reingehen können. Ihr wisst ja, drei Städte befreit von irgendwas, dann hassen sie dich alle und man kommt nirgendwo mehr rein. Aber ihr wollt ja ein bisschen was von der Story mitbekommen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Dann werde ich mit Bufford sprechen hier und dann geht's weiter hier ins Gemetzel rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.